Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Einfach so eine Hightech-Brille anlegen und schon hat man zuhause einen virtuellen Physiotherapeut, der einem hilft und motiviert, damit man seine Übungen korrekt ausführt und der einem sofort korrigiert, wenn etwas falsch läuft. Das ist das Ziel des Virtual Physio Coach an einem Forschungsprojekt vom CSS Health Lab. Wir sind uns anschauen, wie die digitale Therapie funktioniert. Der Marvin Schenker hat eine Sportverletzung und kommt schließlich in die Physiotherapie. Letzten Donnerstag bin ich mit einem Kollegen beim Vita-Parcours joggen. Und dann beim Barren haben wir eine Übung gemacht und dort bin ich abgeschlüpft und okay. Das linke Knie gefallen. Okay. Und seitdem tut es mir weh. Bis dahin entspricht alles am klassischen Verlauf, doch dann kommt ein Hilfsmittel zum Einsatz, das es so noch nie gibt. Der 24-jährige Programmierer bekommt eine Spezialbrille, wo man zwar die normale Welt noch sieht, zusätzlich werden aber noch virtuelle Elemente eingeblendet. Mixed Reality nennt sich das Verfahren. Der Marvin kann jetzt das Computerprogramm mit seinen Händen bedienen, im Gespräch mit seinem virtuellen Coach Alex. Genau okay. So, prima. Wie geht es dir denn heute? Die Aufgabe der Physiotherapeutin Anini Wörsch ist es jetzt, die einzelnen Übungen, die sie vorgesehen hat, mit dem Patienten zu konfigurieren. Der Marvin muss die unter Anleitung möglichst gut machen, damit das System eine Vorlage hat. Das Ziel ist dann, dass man ohne Physiotherapeut zusammen mit der Brille selbstständig Übungen machen kann. In den eigenen vier Wänden gibt dann der Alex, der virtuelle Physio-Coach, Anweisungen. Stehe nun auf, bis du komplett aufrecht stehst. Versuche deine Hände dabei möglichst wenig zu benutzen, aber nimm sie zur Hilfe, wenn du dich unsicher fühlst. Setz dich jetzt mit einer kontrollierten Bewegung zurück auf den Stuhl, sodass du dich danach wieder in der Ursprungsposition befindest. Ich finde es ziemlich einfach zu machen. Ich meine, er zeigt es gerade vor und ich kann es gerade mit ihm mitmachen, synchron. Und ich finde es noch gut, dass ich auch kann führen laufen und von der Seite anschauen, wie er es macht. Hinter der Entwicklung des virtuellen Physio-Coach steht das CSS Health Lab, eine Plattform vom Krankenversicherer CSS, der ETH Zürich und der Universität St. Gallen. Doktoranden arbeiten dort an verschiedenen Anwendungen von der sogenannten digitalen Pille. Was es ganz konkret bedeutet, ist, dass man einfach versucht, neue Therapiearten auch zu entwickeln. Therapiearten in Form von, dass man zum Beispiel mit Apps mehr Möglichkeiten hat als mit einer physischen Pille, die man einer Person gibt. Dass man da vor allem auf die Verhaltensänderung abzielt. Also dass man nicht nur ein richtiges Medikament nimmt, das dann reellen Einfluss auf den Körper hat, sondern dass man versucht, die Menschen zu motivieren oder ihnen auch Tipps zu geben, wie sie sich selbst gesünder verhalten können. Die Physiotherapie gewinnt wie alle ambulanten Behandlungen an Bedeutung. Ein Problem dabei, die Patienten machen die heutigen Übungen nicht. Dann haben wir auch die Erfahrung gemacht in verschiedenen Gesprächen, dass viele Patienten die Übungen zu Hause machen sollen, die nicht machen. Einerseits, weil sie vielleicht vergessen, wie die Übungen funktionieren, andererseits, weil sie auch nicht mehr wissen, mache ich es jetzt richtig? Ist jetzt das genau, was mir der Physiotherapeut gezeigt hat? Worauf muss ich jetzt noch mal achten? Und dann selber so ein bisschen keine Kontrolle darüber haben. Der virtuelle Physio-Coach erkennt sofort, wenn der Patient etwas falsch macht und er korrigiert. Noch 5. Also mal so. Gib Acht, dass deine Knie nicht über deine Zehen hinausragen. Gibt das Symbol. Gib Acht, dass deine Knie nicht über deine Zehen hinausragen. Komm schon, mach mit und tu etwas gegen deine Knieschmerzen. So. Anni Niewösch sieht auf einer Plattform, was der Patient macht, ob er die Übungen macht und sie kann das Programm beeinflussen. Während dem Forschungsprojekt von 2 Jahren hat sie schon 10 Patienten so betreut. Gerade bei Kniearthrose sieht sie einen Haufen Vorteile in diesem System. Wenn wir von Kniearthrose reden zum Beispiel, das wissen wir, dass es ein großer Kostenfaktor in der Schweiz ist und im Schweizer Gesundheitswesen. Aber es kommt vor allem zum Beispiel, dass wenn man vor einem OP trainieren kann, ist man viel schneller auf die Beine sozusagen nachher. Und dann auch wenn man richtiges Training und genügend Training machen kann, kann man auch vielleicht je nachdem eine Operation vermeiden.
Und das ist natürlich ein großer Kostenfaktor, also wie man sparen theoretisch konnte. Ganz ersetzen kann der virtuelle Coach den echten Physiotherapeut nicht. Gerade dort, wo der Physiotherapeut selber zupacken muss, braucht es den Mensch. Bis jetzt ist der virtuelle Coach ein Forschungsprojekt. Zur Anwendung kommt es frühestens in 2 Jahren. Das war es von «Checkup», das Gesundheitsmagazin und unserem Ausflug in die Zukunft der digitalen Medizin. Mehr Informationen zum CSS Health Lab finden Sie bei uns auf der Homepage. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche und auf Wiedersehen miteinander. «Checkup», das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von «Hirslanden».